Hallo, hier ist wieder Stogromi oder Tobias mit dem nächsten Mindtest Vlog, dem 10. Und ich zeige euch heute, oder wir zeigen euch heute, wie man im Mindtest auch mit Shops arbeiten kann. Also Läden bauen, Geldwirtschaft einführen, dann Wirtschaftssimulation. Also durchaus ein Thema für Sozialkundelehrer, Wirtschaftslehrer, vielleicht auch Ethik. Dass ich euch hier begrüßen darf zu unserem Live-Event. Wir werden uns heute mit Shops und Wirtschaftssystemen beschäftigen. Eigentlich ist Mindtest ja eine Welt, wo es tatsächlich auch um Besitz geht. Man kann Besitz erwerben, indem man abbaut, indem man erfolgreich craftet. Man kann ganz rudimentär tauschen, indem man Items fallen lässt und der andere nimmt die auf. Dann muss ich mich aber darauf verlassen, dass die andere Person ehrlich ist und mich nicht betrügt und nicht einfach die Sachen nimmt und sich dann verflüchtigt. Ein Problem, das es bei allen Kaufsystemen gibt, man braucht irgendeinen Treuhänder in der Mitte. Wir treffen uns jetzt hier im Shop Nummer 1 und da kann ich mir vorstellen, wie dieses Problem des Tauschens gelöst wird in Mindtest. Ich habe nämlich heute eine Mod installiert. Eine ganz einfache, die heißt Currency. Diese Mod von Vanessa E. enthält diese interessanten Tauschtische hier. Funktioniert so, jeder legt seine Sachen rein. Stokromi, magst du mal tauschen mit mir? Man klickt das an, legt was rein. Jetzt lege ich meins rein. Jetzt bist du mit Genau, du Juri hast deins. zusammen. Tausch, bestätige. So, und jetzt haben wir getauscht. Also man kann jeden Schritt einzeln bestätigen mit Start und Tausch. Und es führt halt dazu, dass man sich sicher sein kann, dass man zu dem kommt, was man haben will. Sonst kann man den Tausch jederzeit abbrechen. Ist ja Also cool. eine ganz nette Sache, um sicher zu tauschen. Dann geht es hier hinten weiter. Ich habe was Kleines aufgebaut. In der Regel sind solche Shops so aufgebaut, dass man in so einem Display, dieses Display Item Frame stammt aus X-Decor. Hier sind jetzt nämlich diese Tauschgeschäfte aus der Mod Currency. Wenn man da jetzt dran geht und die öffnet, sieht man vier Felder. Du willst, im Tausch du gibst, dein Lager und Kunde gab. Also ich lege fest den Preis für ein Item. Das Item habe ich jetzt in dieses Display reingepackt, dass man weiß, was einen erwartet. Das muss man nicht unbedingt, aber gute Shops sind eigentlich in der Regel so aufgebaut. Dann kann ich einen Preis festlegen und hier kann jetzt jeder mal versuchen, was zu kaufen. Ein Problem an diesen Shops ist, dass ich die immer wieder nachfüllen muss. Also ich muss als Besitzer regelmäßig herkommen. Ich hole mir das Geld raus oder das, was ich eben haben wollte und muss halt dann nachfüllen, dass die Leute genug bekommen. Man kann die aber relativ gut auffüllen. Also ich kann 6 mal 99, also knapp 600 Sachen da reinpacken. Jetzt ist ein Grundproblem, wie komme ich eigentlich an das Geld in so einer Welt? Kann man so lösen, dass man beim Start schon Geld bekommt. Das kann ich auf dem Server festlegen, was die Start-Items sind. Hier startet man völlig ohne Besitz. Also man muss alles von Hand abbauen, aber man kann sagen, jeder, der auf den Server kommt, der kriegt eine bestimmte Menge Geld, um gleich losspielen zu können. Gefahr ist ein bisschen, weil bei Mindtest die Spieler ja nicht geschützt sind, dass Leute sich, ich bin jetzt Thomas, sie machen sich Thomas 1, Thomas 2, Thomas 3, gehen drauf und geben alles Geld der einen Person und verfälschen damit das Wirtschaftssystem. Deswegen muss man das auch nicht unbedingt machen. Eine zweite Methode habe ich da hinten eingebaut. Wenn man mir folgt, also man kann nicht nur für Geld Dinge verkaufen, sondern auch Geld geben. Im Gegenzug zu Dingen und so kann sich jetzt jemand mal ein bisschen Geld besorgen, indem er hier einfach Holz, ist relativ leicht abzubauen, Bäume oder Steine oder Gras, die kann man gegen Geld eintauschen und so kommt der Fleißige im Laufe der Zeit zu Geld. Also Preise
entstehen durch Handel. Und ich habe jetzt hier einen Shop eingerichtet. Ich habe jetzt Kreativrecht. Das verzerrt natürlich die Preise. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt verschiedene Leute ihre Shops einrichten, dann erfährt man irgendwann, ja, da gibt es ja immer Holz im Sonderangebot und da kriege ich günstiges Werkzeug und so entsteht allmählich ein Marktpreis. Es gibt keine absoluten Preise, das ist klar. Es kann sein, dass auf einem Server Diamanten viel wert sind oder Gold. Kann aber auch sein, dass Spitzhacken extrem wertvoll sind. Also mit der Zeit gleicht sich das ein bisschen aus, wenn viele mitspielen. Jetzt haben wir das Problem beschrieben mit den endlichen Ressourcen, dass ich immer drauf kommen muss und nachfüllen. Und jetzt kann uns Fleckenstein erklären, wie die Mod Smart Shop dieses Problem löst, indem er uns mal vorführt, wie so ein Shop aussieht. Davon habe ich nämlich selber noch keine Ahnung. Ich erkläre jetzt Smart Shop. Smart Shop ist einfach nochmal ein anderer Shop. Den kann man craften mit, ich glaube, einer Kiste. Also man kann es auch einfach nachgucken. Smart Shop hier. Euer Stein ist Also extrem. vier abgeschlossene Kisten, vier Schilder und eine Fackel. Das kann man aber im Crafting Guide ja nachgucken. Der Witz ist, man platziert so einen Smart Shop. Und so ein Smart Shop hat vier Slots. Wenn einem der Smart Shop gehört, klickt man den an. Und dann sieht man oben diese vier Slots. Oben, das sind quasi acht Slots. Und jeweils der obere Slot, da muss das Item rein, das man verkauft. Und in den unteren Slot muss das Item rein. Also der Preis rein, also das Item, das man haben möchte dafür. Wenn man halt im Survival spielt, dann muss man halt in das große Inventar unten drunter, das ist quasi ja, das Lager, da muss man halt einfach diese Items, die man verkaufen möchte, muss man dort reintun. Und dort kommen auch die Items rein, die quasi die Leute, mit denen die Leute bezahlt haben. Und wenn man im Kreativmodus ist, gibt es einen Knopf, da steht drauf Toggle Limit. Und wenn man dann da draufklickt, dann sollte, also ja, nein, dann wird dieser Shop, dann hat dann halt, ist er einfach unlimitiert. Das heißt, das Lager geht nicht aus. Aber weil das ja eine Wirtschaftssimulation sein soll, ist das doch eigentlich unrealistisch. Ja, der Punkt ist, wenn man halt als Administrator so einen Shop macht, dann ist es halt nötig. Das Problem ist halt einfach, in einer echten Wirtschaft würde man ja vielleicht dann irgendwie eine Fabrik haben und das Ganze dann verkaufen. Also was ich extrem cool fand bei dem Smart Shop ist, dass da gleich das Bild ist, das man Ja, das meint. ist auch sehr, sehr praktisch. Genau. Wie hast du hier die Bilder gemacht? Ja, diese Item-Frames kriegt man auf diese Dinger nur drauf, wenn man Shift drückt. Das ist ein kleiner Trick. Also normalerweise wird mit rechts ja geöffnet, wird interagiert und wenn man das nicht will, muss man Shift drücken. Was natürlich jetzt witzig ist, man kann jetzt überall Shops bauen, also mit verschiedenen Sachen, die man vielleicht brauchen kann. In der Nähe von Jerusalem irgendwas. ist auch schon alles voller Shops. Ja? Da haben Andrea und ich zusammen Shops gemacht. Und vielleicht jemand anderes danach auch noch, kann sein. Oh, die werden jetzt überall sprießen. Dann gibt es auch Werbetafeln für Shops, wie man da hinkommt. Ich habe es jetzt schon ausgeschildert. Also es gibt schon eine ganz witzige Dynamik, wenn Shops erlaubt sind, will jeder was verkaufen.